Weiter geht's. Willkommen zurück. Level 1 bis 110. Hier mit unserem Mönch. Oh. Krasse Kanone, die wir bei uns führen. Warum können wir damit nicht auf die Gegner schießen? Das wäre, glaube ich, viel, viel einfacher für uns. Bom. Und da ist auch schon das letzte Rohr. Das ist ja einfach. Und da ist unser lustiger Schwarmaufseher. Furofäuste aktivieren und abwarten. So wie wir das mit jedem großen Gegner bis jetzt mal gemacht haben. Fertig. Fertig, fertig. Laufen wir richtig zurück. Ich glaube wohl. Ja. Das passt. Ich glaube, Halskette hatten wir auch. Ja, Erbstück. Brauchen wir gar nicht. Schauen, ob die besser ist. Ist sie nicht. Auch die Rose eingefroren. Der Schwarmkönig ist beseitigt. Oh, jede Menge schöner Eiscreme hat er hier. Gefrorener Sahnepudding. Das klingt auch ja, gar nicht mal so appetitlich. Aber ich glaube, wir haben jetzt gar keine andere Wahl. Wir müssen jetzt nach da hinten schippern. Ich sehe gerade, ich glaube da hinten, ganz da hinten, westlicher Gipfel 1000 Meilen, da ist noch ein Flugpunkt für uns, aber dann in der Mitte gar nicht. Ich hoffe ja nur, wir hätten jetzt nicht oben an der Klippe entlang laufen müssen für diese Kohlenpfanne, sondern können auch irgendwo anders hier noch, vielleicht direkt bei der Nummer 2 irgendwo aufsteigen oder kurz unmittelbar in der Nähe, dass wir dann dort, wo die Nummer 3 ist, dass wir da irgendwo gucken müssen, dass wir da uns einen Weg hoch erkämpfen oder irgendwo hochklettern oder irgendwo ganz am Anfang hier hoch müssen, dass wir da den Bergpass erklimmen können. Das könnte eventuell alles durchaus anstrengend werden. Ich kenne das Gebiet auch gar nicht mehr gut genug. Einmal habe ich das in der Form durchgequestet, ohne das ganze Wasser. Im Normalen war ich bestimmt 3-4 Mal unterwegs. In der Form nicht mehr oft. Orkschamane mit Wasserwandeln läuft einfach mal über das Areal. Und jetzt sind wir an der ersten Stelle da. Wir gehen mal runter vom Flusskran und ich glaube, da sehe ich es auch schon glitzern unter Wasser. Dieses Pyriterz. Immer nur eins drinne. Jawohl, immer nur eins drinne. Ah, schade. 7 und 1 wäre jetzt auch eine schöne Aufteilung gewesen. Ja, da fange ich da vorne an. Geht dann weiter Richtung Westen, wo die ganzen anderen Brocken jetzt liegen, die ich vorhin gesehen habe. Oh, der Hai ist unausweichlich da vorne. Den müssen wir uns auseinandersetzen. Ich glaube, hier drin ist diese Kohlenpfanne, wie das bald aussieht. Also ich habe sowas auch in Erinnerung, dass ich glaube, hier jetzt weiterzukommen. Meine ich. Vielleicht vertue ich mich auch. Und wenn nicht,
ist auf jeden Fall dieses Erz hier drin, was wir haben möchten. Ne, ich glaube, die Kohlenpfanne ist doch oberhalb von uns. Gehen wir doch wieder hier raus. Ja, auf geht's nach oben und gucken, wo wir hier einen Aufstieg finden. Benötigt Wasseroberfläche. Was meinst du, wo ich hier gerade stehe? Noch in der Wasseroberfläche. Ich will mich jetzt echt nicht auf den Kahn lassen. So. Ein paar Meter weiter gegangen. Dann scheint es schon wieder zu gehen. Das könnte doch hier ein Aufstieg sein. Ja. Ja, was ist hier? Kran oder Hügel der Klinghauer? Was war hier vorne? Ich glaube, hier war der Hügel. Der ist Versammlungsstein am Hügel. Kommen wir hier lang, ohne wieder ins Wasser zu stürzen? Wo springt er hoch? Ne, ich glaube, das war doch unten. Da habe ich es einfach übersehen. Ach, der erste Gedanke und so, oder wie nennt man das noch? Ist meist der richtige. Natürlich ist nur die Frage, wo innerhalb dieser Höhle soll das Pfännchen stehen? Ich schätze hier unten. Noch ein weiterer Weg rein? Nee. Doch, da ist sie doch. Ach, und er hat die heilige Flamme dann dabei. Wäre stabil, wenn du mir die geben würdest. Haben wir auch geschafft. Wäre ich mal doch sofort hier reingegangen, dann hätte ich mir jetzt hier die Sightseeing-Tour zum Hügel der Klinghauer gespart, aber naja. Schön ist ja, dass unterhalb überall Wasser gewesen ist. Da kommt man einfach so reinjumpen. Ja, so wie es aussieht, andere Quests haben wir jetzt auch gerade noch gar nicht machen könnten. Oh, dass ich hier nicht weiter rauszoomen kann, das stört mich auch ein bisschen. Immer dieses große Schiff so direkt vor der Nase zu haben, gefällt mir auch nicht so gut. Oh, Inventar sehe ich gerade, ist auch schon fast wieder voll. Ja, wir bräuchten wir doch mal ein paar mehr oder ein paar größere Taschen, aber ich glaube, wenn Tanaris sind, da sollten wir vielleicht auch einen Taschenverkäufer haben. In dieser großen neutralen Stadt da. Stadt sage ich schon. In diesem Kreis Rundendorf. Das passt wohl eher. Schiff. Zieh jetzt noch mal ein paar Knoten an, schnell da sind. Ja,
Freunde, da müssen wir wohl wieder hoch, wo die Boote stehen. Ich hab's wieder fast vergessen, wo jetzt der Aufstieg war. Abbruchs Tundra-Mammut. Reparieren und erstmal hier den ganzen Ramsch verscheuern. So, da ist dein Erz. Und statt Gold sollen wir auch einfach nach oben bringen. Ja, das ist natürlich sehr komfortabel. Das machen wir. Wollen wir uns jetzt hier die Gunst erkaufen? Ne, doch, ich möchte die heilige Flamme nur haben. Wieder nach unten. Mit uns kann man es ja machen, hin und her. Oh, ich glaube, der Deal ging nicht so gut aus. Jetzt wollen sie hier mit uns kämpfen. Mann, ey. Dusseliger hier unten. Ja, 15 Zentauren töten. Verteidigt den Ölbohrturm. Ah, es war ja klar, dass das jetzt hier nicht gut ginge. Wobei wir geil aufs Öl sind. Haben wir jetzt hier ordentlich Stress. Wir prügeln uns mal Richtung Ölbohrturm und gucken mal, ob das nicht vielleicht von den 15 Stück, die wir angreifen sollen, vielleicht sogar schon reichen wird. 3, 2, 1. Komm her! Ach, blöden Zauberer. Das war jetzt nicht ganz der Plan. Ich dachte, die laufen mir schön hinterher. Lasst mich doch in Ruhe. Wir wollen hier nur eure schwarze Schmodder klauen. Tut doch nicht so angepisst. Sind auch schon fast am Ölbohrturm. Wäre natürlich auch praktisch, wenn wir den jetzt verteidigen. Hier von diesen Galak angegriffen werden und die natürlich für unsere Quest zählen würden. Aber ja, Blizzard wäre, glaube ich, nicht Blizzard, wenn das so einfach wäre. Oftmals gehört dann ja doch etwas mehr Arbeit dazu. Hier sollen wir jetzt den Ölbohrturm aufstellen. Benötigt Öltümpel. Ist er das hier wohl? Öltümpel. Ja. Hier, komm doch schon mal her. Derzeit, wo ich auf den Rest warte. Ach, ist das für ein Blödsinn. Eine externe Festplatte vielleicht mal wieder anklemmen sollen. Ja, die Quest mit dem 15 ist fertig. Wie lange soll ich ihn hier noch verteidigen? Ah, da kommt jetzt jemand.
daneben stehen und warten. Das sind immer die Best Quests. Wenn wir Langeweile haben, wir laufen einfach rum und drücken irgendwelche Entgiftungstasten. Los, wir sehen ihn noch an. Los, komm, jetzt komm hier noch, du Obermacker, oder wie du heißt. Dann sollte das hier auch erledigt sein. Hoffe ich, glaube ich, denke ich mal. Ja. Wenn man drauf wartet. Ach, doch nicht. Haben wir schon geschafft. Ob die wohl jemals unsere Freunde wieder werden? Ich glaube nicht. Ich denke, der Drops ist gelutscht. Hätten wir vielleicht nicht machen sollen, irgendwelches Erz hingeben sollen und das als Gold hinstellen. Zwar deren Öl bekommen. Das geht nie gut aus. Ja, du bist vorlaut. Lass das Horn erklingeln. Ja, und wie sich das Horn anhört, das seht ihr beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.